Ja, hallo liebe Kameraden und Kameradinnen der gepflegten Panzerunterhaltung. Heute ist mal wieder Zeit für deutsche Power und zwar der E25, wohl einer der spaßigsten Panzer, die es überhaupt in dem Spiel gibt. Dieser kleine, schnelle Scheißer. In dem Fall von Vodo Wolle eingeschickt. Vielen Dank an der Stelle. Er ist hier Top-Tier in einem 7er-6er Gefecht und die Karte ist Ehrenberg im Modus Angriff, beziehungsweise er ist hier an verteidigender Position. Ja, jetzt schauen wir mal, was er da jetzt so imstande ist zu leisten. Er fährt jetzt erstmal hier auf die 9er Linie, vielleicht den Busch hier direkt schnappen und dann spotten. Tarnitz hat er keins dabei, aber ein Scherenfernrohr muss aber aufpassen, der ist eher direkt offen und da nimmt er sofort die Hände in die Hand. Die Hände in die Hand, die Füße in die Hand natürlich und haut da ab. Die Hände in die Hand nehmen, das ist auch mal, stellt euch das mal vor, schaut bestimmt ganz nett aus, wenn man sich die Hände in die Hand nimmt. Die eigenen natürlich, die eigenen zwei anderen, egal. So, auf jeden Fall, da hat er jetzt nichts wirklich spotten können. Jetzt aber hat er den Chitoda aufgeklärt. Da ging auch kurz das Fernrohr schon an und jetzt wird hier auf den Chito geaimt. Der erste Schuss hat noch gesessen, der zweite, da war er dann gerade schon direkt knapp hinterm Haus. Die Nachladezeit und die Schussfrequenz von dem Panzer ist einfach wahnsinnig gut. So, und jetzt hier mit Auto-Aim auf dem Schweden STV 74. Und man sieht schon hinter ihm, da kommt einiges an Schüssen Richtung Gegner raus. Also von dem her hat er hier gutes Backup. So, wieder mit Fernrohr. Jetzt allerdings gerade kein Gegner, den er da sieht. Oh, jetzt ein gegnerischer E25. Den hat er sofort vertrieben von seiner Position. So, und jetzt da den 12-Tonner. Da geht er aber auf. Steht aber recht sicher hier hinterm Haus. Sollte also jetzt nicht zu viel befürchten müssen. Aber der UI, der hat ihn da ein bisschen schon auf dem Kicker. So, da kommt der E25 hoch. Er nimmt ihn mit Auto-M aufs Korn, der erste sitzt, der zweite, der prallt ab. Jetzt sitzt er nochmal. Und um Haaresbreite hat er den dann noch bekommen. Das war eng, der war nämlich schon eigentlich so gut wie drunten. Aber da hat er nicht nachgelassen und zack, mit dem letzten macht er da den Kill klar. So, der 12T versucht es jetzt hier gegen den E2. Auto-Aim und zack, auch der weg. Der AT-15A direkt vor ihm, muss da aufpassen. Der hat ihn nämlich jetzt auch sofort im Fokus. So, er nimmt hier den etwas größeren Weg auf sich, um vielleicht dann noch auf den AT-15A zu schießen. Hat halt einen super Tarnwert, der E25. Das ist halt definitiv ein absolutes Highlight. Der Cromwell, den nimmt er jetzt schön da aufs Korn. Und da sitzt auch jeder Schuss. Auch mit dem kann man nämlich gut mit Auto-Aim arbeiten. So, 7-8, also sein Team liegt bisher eigentlich die ganze Zeit hinten, aber er ist da trotzdem gut dabei, sein Team immer noch im Spiel zu halten. So, der Churchill und der OI. OI ist natürlich ein absolutes Hochhaus von Panzer.
So, er ist sich gerade noch so ein bisschen unschlüssig mit dem Schießen. Hat halt nicht den dicksten Durchschlag der E25. Aber jetzt vielleicht seitlich oder vorne aufs Laufrad. Ja, seitlich klappt's. Er ist jetzt zweite Sitz. Jetzt ist er offen. Der Schuss ging knapp daneben vom Gegner. Das heißt, er kann vielleicht gleich weitermachen. 9-9 steht es mittlerweile. 2000 Damage hat er schon. Vielleicht jetzt hier mit Hilfe des Busches, dass er da noch ein bisschen besser wirken kann. Auto-Aim jetzt auf den UI. Und seitlich klappt es da gut. Muss aber aufpassen, der VK hat ihn da jetzt auch schon im Fadenkreuz. Ja, da hat er es jetzt nochmal probiert, aber hat nicht so wirklich geklappt. Deswegen bricht er da jetzt dann auch direkt ab. So, und jetzt nochmal auf den UI. Der erste saß nicht, der zweite hat es dann aber weggemacht. Und jetzt auf den VK. Dann nimmt er jetzt die Premium-Munition zur Hand. Und da sitzt fast jeder. Und jetzt definitiv hat er es dann da erledigt. 13,75, der ist gefährlich. Der war daneben und jetzt muss er es da klar machen. 13,75 ist hoffentlich bald leer. Jetzt rammt er den auch und er überlebt mit 2 Hitpoints und macht ihn dann da weg. Also man kann da jetzt nicht davon sprechen, dass der abgeschätzt war, dass er da mit 2 HP noch das Ganze überlebt. Aber ab und an braucht man dann einfach mal das Glück. So. 5 Kills hat er. Der Krieger wäre da noch in der Tat möglich. Dafür bräuchte er vom VK noch ein bisschen was. So, da kommt er jetzt auf den VK auch drauf. Knapp durchs Fenster muss er da schießen, aber das funktioniert. So, da konnte er noch mal ein paar setzen, aber jetzt wird es in der Tat einfach langsam schwierig und da ist leider der Krieger nicht vergönnt gewesen, aber trotzdem, sensationelle Runde, 4000 Damage, 5 Gegner gekillt und 1547 Baserfahrung und dafür knapp 100.000 Credits und nach Abzügen von allen anderen Kosten war er bei 56.000. Kann man lassen, immer mal wieder schön den E25 in Aktion zu sehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.